Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Gotthold Ephraim Lessing, der Besitzer des Bogens. Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sicher schoss und den er ungemein wert hielt. Einst aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er: »Ein wenig plump bist du doch. All deine Zierde ist die Glätte. Schade.« »Doch dem ist abzuhelfen«, fiel ihm ein. »Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen lassen.« Er ging hin, und der Künstler schnitzte eine ganze Jagd auf den Bogen. Und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt als eine Jagd? Der Mann war voller Freuden. »Du verdienst diese Zierrate, mein lieber Bogen.« In dem will er ihn versuchen. Er spannt den Bogen, und der Bogen zerbricht.